Mein Name ist Lilly Thüring. Ich habe heute ein wichtiges Thema für euch. Es geht heute um das Thema Vitamine. Ihr wisst, dass wir alle nicht mehr das in unserer Nahrung bekommen, was der Körper eigentlich täglich braucht. Deswegen gibt es auch viele Menschen da draußen, die schon seit Jahren Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Es gibt sehr, sehr viele Firmen draußen, die Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel verkaufen. Und jeder muss für sich natürlich erstmal herausfinden, welche sind denn gut und welche sind denn nicht so gut. Hinzu kommt natürlich, dass es von der Regierung und auch von der Pharmaindustrie nicht gewollt ist, dass die Menschen gesund sind und werden. Deswegen wird man auch immer mehr diese Menschen wie Heilpraktiker, Tierheilpraktiker, ja, verschwinden lassen. Und ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Ich selber bin seit 2004 auf der natürlichen Schiene gelandet, weil ich hatte selbst ganz schlimm Neurodermitis. Mir konnte damals kein Hautarzt sagen, was ich habe. Ich musste Cortison nehmen in Tablettenform. Ich bin aufgequollen und ja, man hat eigentlich nur die Symptome bekämpft und nicht die Ursache. Dann bin ich auf verschiedensten Wegen zu einer tollen Heilpraktikerin gekommen. Die hat mich erstmal quasi getestet mit ein paar Untersuchungen und hat herausgefunden, dass ich natürlich ein paar Allergien habe und hat auch herausgefunden, dass ich natürlich Neurodermitis habe. Was habe ich gemacht? Ich habe dann ein Aloe Vera Produkt genommen über ein Jahr lang. Habe meinen Darm entgiftet, habe sowie von innen und außen meinen Körper damit versorgt und siehe da, ich habe meine Neurodermitis wegbekommen, ohne Chemie, ohne Pharmaindustrie, sondern nur mit reiner Natur. Und wie ich das gemacht habe, konkret, das könnt ihr erfahren, wenn ihr mir zum Beispiel eine E-Mail schreibt und die kommt hier unten im Video im Anhang mit rein. Da könnt ihr mich überhaupt kontaktieren, wenn ihr Interesse habt an solchen Themen, weil ich nämlich auch eine fluoridfreie Zahnpasta benutze und auch andere Produkte wie zum Beispiel Bienenprodukte. Propolis ist sehr gut und sehr bekannt übrigens. Und ja, nun will uns die EU nämlich Vitamine verbieten. Bis 2024 wollen sie eine positive Liste erstellen und alles, was da nicht mehr drauf steht, das darfst du da draußen quasi nicht mehr nehmen, weil es ja angeblich so gefährlich ist. Immer wenn ich dieses Wort oder diesen Satz höre, du darfst das nicht mehr nehmen oder du darfst das nicht machen, dann machen es viele erst recht. Und ich sage mal, hinterfragt alles, was euch da draußen gesagt wird, wenn es heißt, du darfst das jetzt nicht mehr nehmen. Ich nenne jetzt mal ein ganz bescheuertes Beispiel. Man hat jahrelang als Beispiel Brennnessel-Tee getrunken oder Brennnessel überhaupt als ja, Naturprodukt genommen, bekannt. Und jetzt kommt jemand und sagt, nein, die Brennnessel, die ist so böse, die darfst du nicht mehr nehmen. Glaubt ihr ernsthaft, dass diese Menschen, die damit jahrelange positive Erfahrungen gemacht haben, dass diese nicht mehr nehmen? Ich denke nicht. Das war jetzt ein Beispiel von mir persönlich. Es gibt da eine Seite von der Verbraucherzentrale. Und da möchte ich euch einen Teil mal eben nahe bringen, was die so vorhaben. Und zwar steht da drinne, Moment, endlich Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe, ist hier die Frage. Es ist eine langjährige Forderung der Verbraucherzentrale, einheitliche europäische Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln. Das Wichtigste in Kürze. Vor 20 Jahren versprach die EU den Verbraucher gesetzlich festgelegte einheitliche Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln. Leider Fehlanzeige. Weder Deutschland noch in der EU gibt es die bisher.
Seit 2020 gibt es wieder eine Arbeitsgruppe bei der EU-Kommission, die einheitliche Höchstmengenregelung für die EU erarbeiten soll. Im März 2021 hat das Bundesinstitut für Risikobewertung entsprechende Vorschläge für Höchstmengen Nahrungsergänzungsmittel und für die Anreicherung von Lebensmitteln vorgelegt. Darüber hinaus sind aber noch weitere Regelungen, beispielsweise für Pflanzenstoffe, erforderlich. So, hier gibt es eine Initiative, die nennt sich Lebensmittelsicherheit, Vitamine und Mineralstoffe, die Lebensmitteln zugesetzt werden. So, die soll es geplant gesetzlich ab 2024 geben. Ja, und dann steht hier, mit ein Auslöser für die Aufforderung war sicherlich die Nahrungsergänzungsmittel mit Marktbeobachtung in der Corona-Pandemie. Mit Blick auf die Covid-19-Erkrankung wurden und werden zum Schutz vor dem neuen Coronavirus Nahrungsergänzungsmittel mit sehr hohem Vitamin C und vor allem Vitamin D-Gehalten angeboten. Eine gefährliche Irreführung, gegen die Verbraucherzentralen auch juristisch verbreitet vorgegangen sind. Jetzt frage ich euch mal da draußen. Also mir ist aufgefallen, frische Luft tut gut. Das heißt, Vitamin D durch die Sonne ist nicht gefährlich. Wenn man krank ist, wenn man eine Erkältung hat und man rausgeht, geht es euch dadurch besser oder schlechter? Ich bin ehrlich, ich nutze Vitamin C und ich nutze auch Vitamin D. Und ich muss sagen, mir geht's gut. Ich bin ungeimpft und ich werde mich von dieser Richtlinie hier, die die vorhaben, natürlich nicht beirren lassen, weil ich mir das selber antue oder mein Körper antue, was ich für richtig halte und was ich für gut empfinde. Und wenn ich der Meinung bin, dass mir Vitamine mehr helfen als irgendein Pharmazeug, womit die schön sich noch ihr Geld in den Hintern blasen, dann ist es denen ihr Problem. Ich werde weiterhin meine Vitamine nehmen und ich werde auch weiterhin meine Obst- und Gemüsesorten essen. Und das lasse ich mir bestimmt nicht von irgendeiner EU oder sonst wen vorschreiben. Denn ich bin ich und niemand hat mich damals gefragt, ob ich hierher kommen möchte auf diese Welt. Jetzt bin ich da und jetzt möchte ich auch selbst entscheiden, was ich mit meinem Körper zu tun und zu lassen habe. In diesem Sinne gehen die besten Grüße raus. Die Quelle verlinke ich euch hier unten drunter im Video. Und alles andere, wenn ihr da Interesse habt, was ich hier nehme oder was ich euch empfehlen kann, einfach anschreiben auf meine E-Mail-Adresse. In diesem Sinne, beste Grüße, eure Lilly.